Ja, und einer der Nein-Sager ist jetzt hier bei mir im Studio, Christian Freiherr von Stetten von der CDU. Sie haben schon angekündigt, dass Sie mit Nein stimmen werden. Wird man Sie nicht mehr überzeugen können vor morgen? Nein, weil die Verhandlungen in Athen und Brüssel haben ganz klar gezeigt, dass weder die Systemrelevanz Griechenland für die Eurozone insgesamt nachgewiesen worden ist, noch die Schuldentragfähigkeit. Und das sind zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn nach dem ESM-Verträgen Geld ausgezahlt werden muss. Und deswegen geht es morgen nicht darum, ob wir Griechenland Geld leihen wollen. Es geht darum, dürfen wir als Parlamentarier dem zustimmen. Und da bin ich zum Ergebnis gekommen, dass es nicht möglich ist. Und deswegen werde ich mit Nein stimmen. Sie haben ja genau aus diesem Grund auch schon vorgeschlagen oder angeregt, einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Wie realistisch ist es, dass es dazu kommen wird? Nein, der Vorschlag kommt nicht von mir und den werde ich auch nicht stellen, sondern ich habe klargestellt, dass ich nicht irgendwann einmal vor einem Untersuchungsausschuss stehen möchte. Denn die Realität kann natürlich so aussehen, dass in einigen Jahren, neuen Legislaturperiode, wenn neue Parteien ins Parlament kommen, dass die das mal gerne überprüfen wollen, was denn in diesen Tagen hier jetzt stattgefunden hat. Hat die Europäische Kommission recht gedehnt? Hat der EZB-Präsident Draghi, ist er zu weit gegangen? Und haben die Abgeordneten eventuell gegen Verträge verstoßen, auch die Bundesregierung? Und da habe ich klargemacht, einem solchen Untersuchungsausschuss möchte ich nicht unangenehme Fragen ausgesetzt sein. Und deswegen werde ich mit Nein stimmen. Aber denken Sie denn, dass sowas überprüft werden sollte? Glauben Sie, dass zum Beispiel Herr Draghi zu weit gegangen ist? Ich bin der festen Auffassung, dass er zu weit gegangen ist. Aber Untersuchungsausschüsse tut in der Regel auch nicht die Regierungsparteien einsetzen, sondern es ist ein scharfes Schwert der Opposition. Und diese Parteien werden sich das sehr gut überlegen. Und nachdem Frau Lagarde ja gestern auch festgestellt hat, dass die Schuldentragfähigkeit von Griechenland nicht gegeben ist, das aber eine ganz wichtige Voraussetzung ist beim ESM-Vertrag, dann rate ich jedem, dann dementsprechend auch zu folgen und nicht so abzustimmen. Ein scharfes Schwert der Opposition, sagen Sie. Die Opposition wird vermutlich, zumindest einige Abgeordnete der Opposition, werden mit Nein stimmen morgen. Aber ja auch viele Abgeordnete der Union. Schaden Sie nicht Ihrer eigenen Partei auch damit? Ja, das sind ja unterschiedliche Gründe. Die Linken werden ja das Gesetz ablehnen, weil sie der Meinung sind, die Restriktionen für Griechenland sind zu groß. Das heißt, wenn wir einfach nur Geld überweisen würden nach Griechenland an die sozialistische Regierung, ohne ihnen Sparauflagen zu erteilen, dann wären die Linken ja auch dabei. Unsere Kollegen, die aus der CDU-CSU-Fraktion Probleme damit haben, haben ja aus ganz anderen Gründen mit Nein gestimmt, weil sie einfach der Meinung sind, dass die Bedingungen nicht erfüllt sind. Und innerhalb unserer Fraktion gab es unterschiedliche Diskussionen und auch unterschiedliche Meinungen. Aber eins war völlig klar für alle: Sollte der IWF nicht mehr mitmachen, weil er so ähnliche Regeln hat wie der ESM, dann werden wir auch nicht mehr mitmachen. Und nachdem der IWF erklärt hat, er ist jetzt nicht dabei, so er will erst mal abwarten. Er will erst mal abwarten, ob tatsächlich auch alle Reformen in Griechenland umgesetzt werden. Momentan sind ja noch viele Beschlüsse noch gar nicht in Gesetz gegossen werden, sondern es sind wieder Lippenbekenntnisse, die im griechischen Parlament verabschiedet worden sind. Der IWF will abwarten, um dann festzustellen, ob sich die Schuldentragfähigkeit verbessert. Das wäre auch für uns der bessere Weg gewesen. Wenn Sie mit bei den Verhandlungen am Tisch gesessen hätten, wie hätte denn das Hilfspaket dann konkret ausgesehen oder hätte es gar kein Hilfspaket gegeben? Na, eins ist klar, Griechenland ist eine befreundete Nation. Wir sind langjährige Partner, nicht nur in der EU, sondern auch der NATO. Deswegen werden wir ihnen auf jeden Fall, hätten wir auch so geholfen. Es hätte kein drittes Entwicklungsland geben dürfen in Griechenland. Das Problem ist, Wolfgang Schäuble hat einen Vorschlag gemacht mit dem Grexit auf Zeit. Griechenland für eine Zeit lang ausscheiden aus dem Euro, die Wirtschaft auf Vordermann bringen, auch die Gesetze dementsprechend so reformieren, dass Griechenland wieder wettbewerbsfähig ist und dann Griechenland die Chance geben, wieder in den Euro zurückzukommen. Der Vorschlag von Wolfgang Schäuble wäre das Sinnvolle gewesen und ich halte ihn auch jetzt noch für den Sinnvollen. Und die Geschichte hat ja gezeigt, dass denn nicht nur Deutschland für den gangbaren Weg gefunden hätte, sondern auch die Mehrheit der übrigen Euro-Finanzminister. Ist Herr Schäuble da eingeknickt oder wie kommt es, dass er auf einmal dann doch so einem Hilfspaket zugestimmt hat? Na, es waren wohl am Ende die Staats- und Regierungschefs Europas, die sich nicht einigen konnten auf den Weg, den Wolfgang Schäuble vorgezeichnet hat. Und ich bin mir sicher, das wird sich als Fehler herausstellen. Ganz kurz noch, was denken Sie, wie viele Unionsabgeordnete werden morgen mit Nein stimmen? Das kann ich noch nicht sagen. Hängt natürlich auch von der Bewertung ab, dass der IWF jetzt ausgestiegen ist. Denn viele Kolleginnen und Kollegen haben von der Bewertung des IWFs, ob die Schuldentragfähigkeit gegeben ist oder nicht, auch ihr Abstimmungsverhalten abhängig gemacht. Und wenn jetzt der IWF ausgestiegen ist, dann ist es natürlich eine schwierige Diskussion morgen in der Fraktion. Herr von Stetten, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio Dankeschön. Waren.